Hallo und herzlich willkommen zu Trine 2, das im Jahr 2011 veröffentlicht wurde, circa 4 Jahre nach dem ersten Teil, und ich freue mich sehr, es euch präsentieren zu dürfen. Hier auf dem Kanal von Bisu Zimt, natürlich wieder programmiert von Frozenbyte, und wir sind gespannt, wie es diesmal in der Story weitergeht. Den ersten Teil haben wir gerade durchgespielt und der zweite kommt auch gleich hinterher. Freut euch auf, ich sag mal, längere Abenteuer, größere Abenteuer. Natürlich muss ich mich auch hier erstmal wieder reinfinden, auch wenn ich die ersten 3 Level schon mal angespielt habe, um zu lernen, wie es hier läuft. Aber es ist dem ersten Teil wirklich relativ gleichgestellt. Man merkt, dass man, als der erste Teil 2014 nochmal neu veröffentlicht wurde, da sehr viel vom zweiten Teil auch übernommen wurde. Starten wir ab in den Einzelspieler, gucken uns alles an. Wir starten natürlich auf normal mit Rätselhinweisen gerne, ja, warum nicht? Und Hardcore-Modus ist aus, aber die Rätselhinweise kommen bloß alle 2 Minuten, falls man wirklich gar nicht weiterkommt. Starten wir mit der Kampagne. Es gab einmal 3 tapfere Helden, erwählt von einem Artefakt, dessen Name lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Der erste der 3 Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Und zu guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Sie war geheimnisvoll. Und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Interessant, dass unsere 3 Charaktere, die wir im ersten Teil schon kennengelernt haben und auch lieben gelernt haben, jetzt endlich Namen bekommen. Das ist schon mal schön, das freut mich auch. Das bringt die Helden natürlich auch näher. Und ich freue mich jetzt erstmal auf die Story an sich, wie die 3 wieder zueinander finden. Denn die sind damals auseinandergegangen. Jeder ist sozusagen seinem Werk nachgegangen. Und der Zauberer hat eigentlich 3 Kinder. Was er jetzt damit macht, weiß ich aber auch nicht. Amadeus, der Zauberer, schlief in seiner Hütte. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte, verborgen vor den spöttischen Augen seiner Frau. Hey, mach das aus! Ich bin hier am Schlafen! Was ist denn? Wer ist da? Nun, mit dem Kostüm habe ich mir so gedacht, wir haben einen Zauberer, wir haben einen Krieger und eine Diebin, aber wir haben noch keinen Elben, Elfe, wie auch immer, und deswegen bin ich jetzt Oberon, derjenige, der alles steuert. Ich freue mich jetzt erstmal, am Anfang werden wir ein bisschen mehr reden, später werden wir natürlich vor uns hinspielen. Wir werden versuchen, alle Erfahrungspunkte, die es überall gibt, natürlich einzusammeln. Sollten wir welche verpassen und das Level abschließen, werde ich natürlich das Level irgendwann nochmal spielen. Wahrscheinlich auch mit euch, weil die wirklich lang sind. Viel länger als im ersten Teil. Oh, ein Lichtstrahl. Zusätzliche Spieler können dem Spiel beitreten, indem sie auf ihrem Controller Start drücken. Vielleicht wäre das mal was, mit meiner Freundin zusammen zu zocken, weil eigentlich ist das Spiel sehr schön. Auch schön gestaltet. Bisher sehe ich noch keine Erfahrungspunkte. Wir laufen weiter. Die sehen auch anders aus als im ersten Teil. Da waren es ja grüne Fläschchen. Hier sind es jetzt tatsächlich blaue Fläschchen. Das ist bei all dem Leuchten sehr schwer zu unterscheiden. Und, können wir schon zaubern? Jupp, können wir schon. Wunderbar. Freut er sich, dass er runterrutschen konnte. Vorne war blockiert. Doch würde das den großen Zauberer Amadeus nicht aufhalten. Mit seiner Magie konnte er Dinge anheben. Ist ja schön, dass er die anheben konnte. Ich will jetzt aber erstmal auf den Pilz da drauf. Ich sehe nämlich da oben Erfahrungspunkte, die ich gerne mitnehmen würde. Aber ich komme nicht hoch. Es fängt schon mal gut an. Mann! Lass mich hier hoch, dankeschön. Ah. Okay, das schütteln wir mal, dann kommt das Teil bestimmt runter. Genau so sieht's aus. Da oben ist auch noch was, das holen wir uns gleich. Können doch bestimmt den Pilz auch runterbiegen, natürlich.
So, und dann können wir auch den Felsen wegnehmen. Und schon haben wir schon die ersten Erfahrungspunkte gesammelt. So muss es sein. Ich konnte zudem Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. Ja, das konnte er. Da oben ist das Licht, aber ich will erstmal den Trank haben. Den können wir auch anders runterholen, indem wir den runterwischen. Ha, es läuft doch. Es läuft. Oh, aber wie kommen wir da hoch? So. Das Licht bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus weiter. Zwischen Angst und Staunen hin und her gerissen, folgte er ihm. Okay. Ja, ich will da hoch. Ich will das haben. Ah, jetzt. Es hat ein bisschen gedauert. Der Pilz biegt sich immer runter. Natürlich kann man da nicht so hoch springen. Aber bis hierhin sind wir wenigstens gekommen. Und, was passiert jetzt? Ich will wissen, was hier passiert. Ja. Ich auch. Der Shrine. Was? Pontius. Amadeus, pack deine Sachen. Wir müssen das Königreich retten. Was? Oh, das geht gar nicht, Pontius. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht. Aber deine Magie wird gebraucht. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Albtraum jemals enden? Trotz seiner Proteste wusste Amadeus, dass die Helden wieder einmal gebraucht wurden. Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu. An dem Abend zog Pontius aus, da es auf den Bauernhöfen Ärger gab. Kriechende Ranken waren dabei, die Felder zu übernehmen. Ich werde herausfinden, wer dahinter steckt und ihm eine Lektion mit meinem Schwert erteilen. Okay, das Schöne ist, der Ritter kann kämpfen, im Gegensatz zum Zauberer. Klar kann er auch mit Kisten schmeißen, aber das reicht natürlich nicht. Gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen? Pontius durchsuchte den Bauernhof, doch fand er dort niemanden. Die Fieslinge müssen beim ersten Anblick von mir geflohen sein. Natürlich, natürlich, du warst so gefährlich, dass sie gleich alle abgehauen sind. Huch. Ich hoffe, ich habe alles eingesammelt. Oh, Waffe wechseln, wir haben den Hammer schon. Schön, den musste man... Das sieht gefährlich aus. Den musste man damals erst freischalten mit Erfahrungspunkten, mit Leveln. Sehr interessant. 19 haben wir. 19 Fläschchen. 20. Das dürften alle gewesen sein. Aber jetzt ist die Frage, was machen die Pflanzen? Flix des Unkraut. Euch werde ich helfen. Ich bin Pontius der Mutige und ich werde nicht im Kampf gegen Pusteblumen fallen. Okay. Der Shrine! Pontius hatte nie verstanden, was genau der Shrine tat. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Spät in der Nacht war Zoja in den Schatten verborgen. Versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Interessant ist natürlich, als wir die drei am Anfang des ersten Teils kennengelernt haben, dass wir die nach und nach natürlich gesteuert haben. Jetzt haben wir mal erst den Zauberer, der aber schon von dem Ritter in Empfang genommen wurde, der seine Geschichte erzählt und. Also total cool gemacht, dass es mal eine andere Reihenfolge ist. Finde ich sehr niedlich. So, wir versuchen jetzt erstmal zu gucken, ob wir hier noch irgendwas verpassen, aber es sieht nicht danach aus. Und die Erfahrungspunkte kommen natürlich mit. Der erste. Hier ist nichts. Okay. Ich lasse mich gerne fallen. In der Hoffnung, irgendwann mal was zu finden, was wir sonst nicht bekommen. Er glitt durch die Stadt, leise wie ein Flüstern. Okay. Da war noch ein Seil. Das heißt, wir hätten gar nicht runterfallen können. Auch interessant. Hier scheint auch kein weiterer Erfahrungspunkt rumzuliegen, ne? Den haben wir. Da ist nichts.
Diese dornigen Ranken übernehmen die Stadt. Je mehr wir zerhacken, desto mehr wachsen nach. Eine Blume hat meine Axt verschluckt. Unsere Studien zeigen, dass diese Pflanzen definitiv verzaubert sind. Man muss einfach nur die Magie entdecken. Dann sah sie... Manchmal habe ich das Gefühl, der Sprecher wird einfach unterbrochen. Auch interessant. So, wir sind bei 26. Theoretisch müssten doch noch 4 Stück fehlen, ne? Dann haben wir genau 30 und 30 wird es wahrscheinlich in diesem Level hier geben. 30. Gut, dann haben wir sie alle. Und das ist der Trine. Der Trine. Wie lästig. Was tust du hier mitten in der Nacht? Bist du nicht mit deinen Tricks und mit Klauen beschäftigt? Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Sagt mir, wo gehen wir hin? Das wissen wir noch nicht. Etwas Seltsames geht vor. Ein neues Wagnis. Sollen wir gehen? Tja, wir müssen. Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Soja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Ja, da bin ich auch gespannt. Und die Frage ist natürlich, was der Trine jetzt möchte. Wir hatten damals irgendein Gespenst kaputt gemacht. Vielleicht ist das Gespenst wieder am Leben. Das war ja sozusagen das Ende, ohne Spoiler jetzt natürlich, weil den ersten Teil habt ihr ja garantiert gespielt. Ich meine, es ist wieder eine malerische Landschaft, ne? Wunderschön gestaltet. Für ein Spiel aus 2011, top. Lass das Abenteuer beginnen! Wo sind wir? Wohin hat der Trine uns gebracht? Sehen wir uns etwas um und finden es heraus. Natürlich, und ich hau gleich in die Stacheln rein. Wunderbar, liebe ich ja. So, erstmal holen wir uns jetzt die ganzen Erfahrungspunkte, die hier überall rumliegen. Und ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Aber selbst wenn wir mit dem Teil mitschwingen, sehe ich hier nichts weiter, was uns irgendwie fehlen könnte. Was auch ganz praktisch ist, aber da ist noch was. Und die haben tatsächlich die Erfahrungspunkte wesentlich stärker versteckt, beziehungsweise auch teilweise richtige Rätsel draus gemacht. Und man muss dann auch wirklich alle Dinge, die man zur Verfügung gestellt bekommt, nutzen. Ansonsten hat man echt schlechte Karten. Du kommst her, gehst dahin. Du kommst hoch, stellst dich darauf. So, dann können wir hier nämlich hoch. Oder auch nicht, doch. Wollte schon sagen. Ich sehe nichts. Okay, was auch immer das für eine Anzeige war. Ich sollte irgendwie X drücken. Nö. Ach ja. Stelle ich da jetzt auch am besten was rauf? Ja, sicher ist sicher. Ach so, ich soll das einmal kaputt machen. Ja, machen wir gleich. Ich will bloß erstmal alles einsammeln. Mit X, okay. Habe ich gelernt, dankeschön. Gott, hier sind auch noch so viele Bubbles. Ja, interessant ist auch, dass wir jetzt ein Zauberwasser haben, was vieles natürlich ein bisschen verstärkt. Und wir werden mit dem Zauberer das ganze Wasser hier mal runterkommen lassen. Nicht nur den Erfahrungspunktetrank, das freut mich natürlich, aber das ist noch nicht alles. So, und dann stellen wir hier mal noch eine Kiste mit hin, damit das Wasser da rauffließen kann. Funktioniert. So, und dann haben wir wenigstens die Möglichkeit, hier an sämtliche Erfahrungspunkte zu gelangen. Sonst wäre es ein bisschen schwierig. So ist gut. Ach, gerade so geschafft. Auch das haben wir. Aber da oben ist noch mehr. Wie komme ich denn da an? Wahrscheinlich nur, wenn ich hier noch ein bisschen durch die Gegend springe. Schön ist, dass wir jetzt auch diesen Pilz hier zum Wachsen bringen. Das freut mich auch sehr. Indessen können wir uns den Erfahrungspunkt... Das Wasser ist echt mächtig.
Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Ja, wäre doch schön. Aber ich krieg das Holz nicht kaputt, jetzt schon. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Es kommt immer darauf an, wo man hinschlägt. So ist gut. Jetzt haben wir wirklich alles gesammelt. Meine Güte. Das war aber auch viel, was die hier versteckt haben. Wir haben schon einen Levelaufstieg und am liebsten würde ich die natürlich in die Planken stecken. Interessant ist, dass nicht jeder jetzt einzeln für sich irgendwelche Erfahrungspunkte für einen Levelaufstieg bekommt, sondern dass man wirklich alle Fähigkeitenpunkte auf alle Leute aufteilt. Dafür gibt es aber jetzt die Möglichkeit, auch direkt andere Zauber dann auch fertig zu machen. Man muss keine Fähigkeiten mehr in Kisten sammeln und das, was wir aus Kisten kriegen, sind meistens irgendwelche Sammelobjekte wie Gedichte oder Bilder. Schön umgucken. Okay, dich brauchen wir jetzt hierfür. Gut gemacht. Und da haben wir auch noch Erfahrungspunkte. Eindringlinge! Ob wir wohl gegen die kämpfen müssen? Hol dein Piekser! Wir kochen den großen Dicken! Er hörte sich ein bisschen elektronisch an. Ich glaube, das war gar nicht so vorgesehen, dass die, mit der Tontechnik das Ganze so elektronisiert. Aber ist okay, wir hauen sie alle platt. Kobolde, Goblins, ich habe keine Ahnung, sind was es ist. Sind wir dafür hier, Kobolde zu erschlagen? Eine einfache, unkomplizierte Aufgabe. Ich mag sowas. Ich nicht. Na, dass der Zauberer nicht gerne kämpft, das ist mir klar. Tue ich auch nicht gerne. Also ich bin eher der Zauberer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr eigentlich einen Lieblingscharakter in Trine? Und wenn ja, wie seht ihr euch? Ich bin der Zauberer. Aber sowas von. So, die Kiste lassen wir mal hier drauf, weil wir dann direkt drauf springen können, um hier den Trank zu holen. Oh Gott, wie sollen wir denn da jetzt hinkommen? Ach, erstmal nehmen wir die Kiste, stellen die hier hin. Dann zaubern wir uns eine Kiste, die stellen wir oben drauf. Dann kommen wir schon mal daran, das ist schön, aber wir sind noch nicht am Ende. Ich guck mal, ob ich an die Kiste da unten jetzt noch rankomme. Nee. Ja, so geht's auch. Okay, das war ein großer Erfahrungspunktetrank. Ich kann mir vorstellen, dass der sehr viele Erfahrungspunkte gibt, vielleicht 5 Stück zugleich. So, jetzt brauchen wir dich, weil wir nämlich mit dem Schild versuchen, das Ganze hier abzuhalten. Dankeschön. Und da kommen auch schon die Teile runter. Auch der Stein, damit das auch ja nicht kaputt geht hier. Oh, Kisten. Machen wir alle kaputt, nehmen alles mit. Dann haben wir hier unten schon mal alles eingesammelt. Dann müssen wir jetzt oben noch lang. Ach Gott, geht doch weg. Keiner mag euch. Es gibt auch Kampferfahrungspunkte, sehr interessant, die können wir ebenfalls sammeln. Das ist natürlich auch wichtig, wichtig zu wissen für uns. Da oben scheint nichts mehr zu sein, auch wenn ich dort irgendwie Stacheln sehe. Ich weiß nicht, ob wir da hin sollten. Am liebsten würde ich ja mit dem Zauberer da mal eine Planke zaubern und dann mal rüberlaufen und gucken. Und was dieses Teil bedeutet, weiß ich auch nicht, aber offensichtlich hat es Erfahrungspunkte. Auch interessant. Oh, und hier haben wir eine Kiste. Wunderbar. Wir bekommen ein Sammlergemälde. Man kann tatsächlich offensichtlich nur einmal die Sachen sammeln, egal wie viele Spielstände man hat. Das war ja im anderen Teil anders, weil wir da Items gesammelt haben für den jeweiligen Spielstand. Aber hier hat er jetzt gerade gesagt, dass wir das schon gesammelt haben. Interessant. Gilt also für alle Spielstände dann. Ah, da komme ich nicht so einfach hin. Dann warten wir mal auf den Stein. Dankeschön. Ist da oben auch noch was? Nee, ne? Aber da ist ein Herz. Das hätte ich ja schon gerne, ne? Wir brauchen es zwar nicht, aber einfach bloß der Form halber. Geh weg. Danke.
Geht doch mal runter hier. Das ist mein Gebiet. Habt ihr gar nichts zu suchen. Das Schöne ist auch, dass die Erfahrungspunkte wieder hinterher geflogen kommen. Es dauert zwar eine Weile, die bleiben erstmal liegen, aber man muss nicht hinlaufen, um sie einzusammeln, wenn man irgendwelche Gegner vernichtet hat. Das ist auch, haben die sie gerade gegenseitig verprügelt. Sehr schön und sehr praktisch. Ja, komm. Der will auch nicht kaputt gehen, ne? Na, endlich. So, dann holst du mal bitte den Erfahrungspunktetrank hier runter. Bisher, hoffe ich, haben wir alles. Sieht jetzt zumindest nicht so aus, als hätten wir irgendwas Großartiges verpasst. Wie kommen wir denn da oben ran? Kann ich das vielleicht mit einer Kiste zerstören? Ja, kann ich. Wunderbar. Guti, bisher läuft's. Das macht mich sehr zufrieden. Ich kann mit der Kiste diese Wand dort nicht einhauen. Kann ich die Wand überhaupt einhauen? Oh ja, ich kann mir vorstellen, wie. Ja, perfekt. So, dann nimmst du das Teil und machst die Wand mal bitte kaputt. Dankeschön, damit wir an den weiteren Erfahrungspunkte-Trank rankommen. Und hier kann ich noch mehr kaputt machen. Können wir noch weitergehen. Boah, das sieht böse aus hier. Guti. Haben wir. Oh, ich kann den Hebel benutzen. Und dadurch kommt das andere Teil runter. Ja gut, ich hätte mich auch hochzaubern können. Das wäre jetzt auch kein Problem gewesen. Ich möchte auf jeden Fall vom Zauberer erstmal die Planken haben, sodass wir die dann auch mit entstehen lassen können. Okay, bisher ist es noch relativ ruhig. Wir bekommen wenig Schaden. Alles ist okay. Ich bin ganz froh, dass wir den ersten Teil von Trine gespielt haben. Einfach bloß, weil wir dann zumindest die ein oder andere Erfahrung schon mal gesammelt haben und ungefähr wissen, worauf wir uns einlassen können und die Steuerung auch beherrschen. Schön ist, dass sich nicht viel von der Steuerung geändert hat. Weiter hoch komme ich nicht, ne? Nee. Ja. Ich hole mir denn mal die Erfahrungspunkte. Du kannst gerne mit dem Stein mit. Gibt es wieder einen Punkt dafür, dass ich auf allen rumspringe? Oben ist nichts mehr, ne? Nee. Sieht zumindest nicht danach aus. Oh, ich hoffe immer, ich verpasse nichts. Da war was. Ich hab's gesehen. Ha! Erwischt. Aber da ist noch mehr. Wie können wir das Teil jetzt antreiben? So, ne? Zeichne eine Linie. Ja, machen wir gleich. Ups. Oh, verdammt. Du gehst mal bitte weg. Wie habe ich das denn gemacht, dass ich da rangekommen bin? Bei dem letzten haben wir auch Erfahrungspunkte rausgeholt, aber bei dem hier noch nicht. Ah, zerstören richtig mit einem Hammer. Okay, ja. Kriege ich hin. Im Zerstören bin ich super. Oh, okay, wir kommen gar nicht so hoch. Schwing noch ein bisschen, ist überhaupt kein Problem. Aber es reicht nicht. Habe ich mir fast gedacht. Boah. Ja, es ist wie gesagt ein bisschen anders. Beim ersten Teil, da konnte man ja fast so durchswitchen. Aber hier muss man sich echt Mühe geben, das ein oder andere zu lösen. Weil sonst hat man keine Ahnung, wo man eigentlich lang muss. Ich mache jetzt mal die Kiste auf. Mal sehen, was wir da drin haben. Sammelgedicht. Merkwürdig. Vielleicht kriegen wir es auch anders hin. Machen wir eine Kiste.
Ja, hat auch geklappt. Ist egal jetzt. Ich soll unbedingt eine Linie zeichnen, bitteschön. So, damit wir dann auch mal gelernt haben, wie wir eine Planke machen. Okay, ich merke mir also, die anderen Teile muss ich mit einem Hammer zerstören. Lustig aussehender Fels. Aber das ist eine Riesenschnecke. Genießt eine Dusche. Okay, wir müssen irgendwie versuchen, das Wasser hier hinzukriegen. Das heißt, ich brauche den Zauberer, der das Teil hier nimmt. Und das Wasser dann so reinfließen lässt. Ja, perfekt. Es entsteht Salat und die Schnecke kommt. Oh Gott, das ist eine große Schnecke. Einen gesunden Appetit hat die Kleine. Ja, kann man so sagen. Okay, sonst ist hier nichts weiter. Scheint so zu sein, dass hier nichts weiter ist. Was ist das? Was auch immer das war. Ich bin froh, dass es die andere Richtung eingeschlagen hat. Achso, der ist schon tot. Ja, wenn andere tot sind, freue ich mich. Dann habe ich mit denen wenigstens kein Problem. So, wie kommen wir denn jetzt da oben hoch? Selbst wenn wir das Blatt runterziehen, wird da oben nichts runterfallen. Das ist natürlich problematisch. Machen wir mal ein kleines Kistchen, das wir hier schon mal raufstellen. Sehr gut. Achso, wir können immer nur ein Kistchen zaubern. Ist ja doof. Aber wie soll ich denn da oben rankommen? Ups. Treffer. Oh Gott. Können wir noch irgendwas anderes zaubern, was dorthin führt? Eigentlich ja nicht. Schade, ich dachte, ich könnte aufspringen, während das unten ist. Aber es sieht schlecht aus, ja. Es wackelt auch nicht so hin und her, dass ich vielleicht noch irgendwie anders drauf springen kann, ne? Komm runter! Wie kriegen wir das erreicht? Jetzt wäre es ganz praktisch, ganz viele Kisten zaubern zu können. Ich meine, das Blatt ist schon ganz praktisch hier drüben, ne? Aber das biegt sich zu tief runter. Wenn der Pilz noch ein bisschen hoch käme. Aber den kann ich nicht bewegen. Geh mal kaputt, ich mach mal eine kleinere Kiste. Kleiner! Dankeschön. Vielleicht biegt sich das Blatt nicht ganz so sehr. Trotzdem ganz schön gebogen aus. Und wenn ich... Wenn ich das Teil da oben rauf stelle, ist das Blatt ja tiefer. Vielleicht komme ich ja dann ran. Oh ja. Oh, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Meine Güte. Was ist hier los? Es macht komische Geräusche hier. Wir fliegen zwar Blasen, aber sonst ist hier nichts weiter, ne? Neue Blase kommt, mit der fliegen wir jetzt nach oben, holen uns die anderen Erfahrungspunkte-Fläschchen. Immer der Baumstamm auch gemacht hat. Eigentlich kann man bei diesen Erfahrungspunkte Blasen hier gar nicht von Fläschchen reden.
Okay, das haben wir alles bekommen. Rechts kommen wir noch nicht hin. Jetzt ist die Frage, oben ist ein Hebel. Aber wenn ich mit dem Zauberer... Kann ich den denn mit dem Zauberer bewegen? Nee. Oh, das geht auch nach oben. Hä? Eben ging's doch noch. Warum kriege ich das nicht noch weiter nach oben? Nee, schade. Ich muss es anders machen, aber hier ist jetzt auf jeden Fall noch was erschienen. Das nehmen wir mit. Dankeschön. Erfahrungspunkte brauche ich noch und nöcher. Ist hier noch mehr? Es leuchtet immer so. Ich weiß es nie. Nee, sonst ist hier nichts weiter. Das heißt, wir müssen jetzt bloß irgendwie nach rechts kommen. Und das schaffen wir ja offensichtlich nur, wenn wir den Hebel bewegen. Oh, das ist aber sehr knapp bemessen, Leute. Würde mich nicht wundern, wenn viele sagen, nee, das ist nichts für mich hier. Guti. 46 von 50, 47 von 50. Du bist mal bitte Matsch. Danke. So kam auch an den Erfahrungspunkt ran und du bist ebenfalls kaputt. Ich verwechsle immer die Leute. Hammer Time. So, sonst ist hier nichts weiter. Okay. Ja, wie gesagt, es leuchtet alles so wunderschön. Das ist auch ganz toll, aber natürlich ein bisschen hinderlich, wenn man das Gefühl hat, überall könnten Erfahrungspunkte sein. Hä? Wo kam denn jetzt die Platte her? So, jetzt haben wir wenigstens nur noch eine Pflanze, die hier lang spuckt. Das ist auch schön. Aber eigentlich will ich hier noch gar nicht lang. Ich muss nochmal zurück. Erstmal will ich immer schön nach oben. Auch oben alles absuchen. Wir dürfen nichts vergessen. Hier sieht es aber noch gut aus, als wenn wir so ziemlich alles mitgenommen haben. Okay, Kampfarena. Ist in Ordnung, kriegen wir hin. Geht weg. Ich mag euch nicht. Die Musik hier ist auch lauter. Ich hoffe, ich stelle das nachher um, wenn wir die Folgen bearbeiten. Gut, dankeschön. Ach, es läuft wieder hervorragend hier mit dem Rüberspringen, aber diesmal hat es geklappt. Levelaufstieg. Gut, was werden wir jetzt verpassen? Ah, Sturmhammer, werfen. Explosiver Hammer. Lenkdrachenschild. Metallmagnetisierung. Schwerkraftreduktionsfeld. Oh Gott. Ah, dann könnte sie höher springen. Das ist natürlich auch praktisch, kostet aber nochmal 4 weitere Punkte, die wir jetzt noch nicht haben. Wir könnten jetzt mal 2 Objekte zaubern, das wäre auch ganz praktisch. Dann kann ich wenigstens eine Kiste und eine Planke fertig machen. Na, ist da oben auch noch was? Nee. Aber da offensichtlich. Geh weg. So, gespeichert haben wir hier schon mal. Aua. Jetzt gucken wir uns erstmal hier unten um. Es sind wieder 2 Blumen da. Aber nur einmal Erfahrungspunkte. Also soll man hier im Prinzip nur sterben. Gut. Will ich nicht, mache ich nicht. Ist in Ordnung. Okay, bis hierhin haben wir alles. Ist das der Wind? Nein. Was ist die Luft aus diesen Rohren? Wir kommen nicht einfach so an irgendwas ran und können uns auch nirgendwo langhangeln.
Interessant. Mit dem Wind müssen wir wahrscheinlich arbeiten. Und ich komme auch nicht so an die Erfahrungspunkte ran. Gut, dann versuchen wir jetzt mit dem Zauberer dieses Rohr zu nehmen. Ach, das wird auch noch festgehalten von Eulen Wurzel. So, und dann können wir Objekte auch drehen. Und haben jetzt die Möglichkeit, hier nach oben zu gelangen. Das ist zwar sehr schön, aber ich will den einen Erfahrungspunkt noch haben. Und den kriegen wir natürlich nur, wenn wir mit irgendwas nach oben gehen. Aber das ist nicht hoch genug. Mal kurz runter. Ich muss mal nach oben. Und dann hole ich dich hoch. Nein! Oh, das war so gut. Es hätte wunderbar geklappt. Aber der Zauberer ist nicht gesprungen. Zumindest nicht auf Anweisung. Jetzt haben wir es. Ach, Gott sei Dank. Aber wir scheinen nicht alles gefunden zu haben. Es kann natürlich sein, ich habe ja nicht gewusst, dass man die Teile zerstören kann, die da wie Schreine aufgebaut sind, dass wir da einen vergessen haben. Was für ein lustig anmutender Ort. Naja, so lustig sieht es hier nicht aus. Achso, wir sind noch gar nicht fertig. Ha, na denn. Oh je. Sieht euch an, wie groß das Ding ist. Das ist monströs. Ganz ruhig, Pöbi. Au, okay. One bite und tot. Finde ich jetzt nicht ganz so witzig. Du haust jetzt bitte erstmal ab. Ich muss mich wiederbeleben. Denn ohne die Diebin macht es keinen Spaß. Das Schöne ist auch, dass sie nicht zur Hälfte wiederbelebt werden, so wie im ersten Teil. Sondern tatsächlich komplett. Okay, das war die Schlange. Die schon mal weg. Gewaltige Schlangen und riesige Schnecken. Was kommt als nächstes? Ein gigantisches gegrilltes Schwein, hoffe ich. Wer sind diese seltsamen Leute? Ich behalte sie besser im Auge. Der Trine hatte unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht, wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren der verlassenen Ruinen gestellt hatten, kamen sie zu einem großen, dampfenden Sumpf. Doch ahnten sie noch nicht, dass nun jemand ihre Reise mit großem Interesse verfolgte. Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet. Meine Lieben, vielen lieben Dank fürs Ansehen. Wir sehen uns im nächsten Part von Trine 2. Bis gleich. Mit mehr Aktivität wird mein Lieblingskanal häufiger angezeigt und wird größer? Ich muss sofort ein Abo und ein Like da lassen und das nächste Video schauen. Wir sehen, wie es weitergeht.